Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Heute, am Sonntag, geht es wie immer um die kosmischen News. Ja, der Titel dieser Folge verrät schon, es wird richtig spannend, denn schicksalhafte Begegnungen werden jetzt aktiviert. Die Welle des Erwachens ist in vollem Gange und diese bedient sich in der kommenden Zeit Erkenntnisse, die wir über die Begegnung mit anderen Menschen erlangen. Mit anderen Menschen, mit denen wir uns sozusagen schicksalhaft verabredet haben. Und da die hohe Schwingung der Erotik und der Verführung aktiviert wird, können solche Begegnungen durchaus auch sehr lustvolle Dates sein. Die kraftvolle und intensive Spannung bringt eine Welle in dir in Gang, die sehr zukunftsweisend sein wird. Also achte auch generell auf all deine leidenschaftlichen Inspirationen, die sich gerne auch zum Beispiel über Träume, Ideen, Visionen, ja in regelrecht kreativen Schüben äußern können. Das Universum fordert dich nun zu einem leidenschaftlichen Tanz auf, der dich so durchwirbeln wird, dass du all deine vergangenen Themen hinter dir lassen kannst und durch ein lichtvolles Portal in deine Zukunft hineintanzt. Sei aufmerksam, sei offen, nimm den Tanz an und gib dich ihm leidenschaftlich hin. Dann wird die kommende Zeit eine Seinsoffenbarung für dich sein. Der intensive vergangene Vollmond hat extrem viel in Bewegung gesetzt. Wenn du ein Lindas Home-Mitglied bist, hast du an unserer Zeremonie teilgenommen und wirst nun die Krönung dessen erfahren, was wir dort aktiviert haben. Viele von euch haben mir schon freudig berichtet, dass ja regelrecht verzaubernd erscheinende Veränderungen eingetreten sind. Und diese Energien werden sich nun kraftvoll erhöhen. Solltest du kein Mitglied sein, dann such dir aber auf jeden Fall nun Gleichgesinnte. Schließe dich spirituellen Communities an. Das ist unglaublich wichtig, um auf dieser Welle zu surfen, um unsere Lichtenergien oben zu halten, dass du nun mit Gleichgesinnten, mit spirituell aktiven Menschen in Kontakt bist. Ja, oder am besten werde direkt Mitglied in Lindas Home. Dann hast du alles unter einem Dach und mich als deinen persönlichen Mentor an deiner Seite. Welcher Mensch oder was für ein Ereignis und auch welche Information dir jetzt begegnen mag, achte auf deine Gefühle. Es kann die Aufforderung zum kosmischen Tanz in deine lichtvolle Zukunft sein. Sei mutig. Erwachen ist kein Spaziergang, jedoch wunderschön. Wie du natürlich auch sehr gerne in meiner Podcast-Folge 109 nochmal hören kannst. Wenn du sie verpasst hast, hör einfach nochmal rein. Naja, alle wichtigen Links zu meinem Service findest du wie immer in den Shownotes. Von Herzen das Allerallerschönste für dich. Deine Linda.